Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seid mal wieder beim Atzenberger und ich freue mich wie immer, dass ihr am Start seid und heute auch wieder bei mir zuschaut. Denn heute gibt es das hier bei mir. Da habe ich super lange drauf gewartet. Ich habe das Ding schon mega lange vorbestellt. Gestern war es dann soweit. 8. April 2022 ist er erschienen. Der A500 Mini, ihr seht ihn hier schon, super geil. Ich habe früher selber diverse Amiga-Computer besessen. Habe ich leider alles verkauft, wollte ich mir vor kurzem mal gebraucht besorgen, aber die Dinger sind ziemlich teuer, teilweise dann auch schon vergilbt und sowas alles. Deswegen ist das jetzt hier meine Alternative dazu. Ja, hier seht ihr ihn schon, wie er gleich aussehen wird, wenn wir ihn ausgepackt haben. Hier ist noch eine Maus dabei und ein Gamepad. Vorinstalliert sind 25 Spiele auf der Kiste. Ich drehe jetzt einfach mal den Karton um und zeige euch die Rückseite. Hier könnt ihr die Spiele schon erkennen. Werden wir uns gleich natürlich alles mal anschauen, wenn ich das Ding angeschlossen habe. Ja, dann gehen wir mal durch und machen vielleicht nochmal so ein, zwei Probegames hier auf der Kiste. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Die Spiele sind natürlich auch noch erweiterbar über WHD-Load. Könnt ihr die Dinger aus dem Internet runterladen, auf einen USB-Stick knallen und dann hier auf dieser Kiste installieren. Ja, alles super interessant, finde ich auf jeden Fall. Dann geht es jetzt los mit unserem Unboxing. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal unsere schöne Verpackung und schauen mal in den Karton rein, was uns da so erwartet. Es geht los. Da ist er schon, super cool. Ah, das ist doch richtig klasse. Schaut es euch mal an. Unser Amiga in der Mini-Ausführung. Richtig cooles Teil. So, leider sind die Tasten hier alle fest. Da kann man nichts dran drücken, bewegen oder mit eingeben. Leider alles nicht möglich. Aber wirklich ein exakter Nachbau, würde ich sagen, von der originalen Amiga 500 Tastatur. Hier sogar die Caps Lock Taste sieht identisch aus. Richtig cool. So, an der Seite haben wir ein Diskettenlaufwerk. Das funktioniert natürlich auch nicht. Wir schauen uns jetzt mal die Rückseite an. Hier haben wir hier oben unseren Powerknopf. Direkt daneben befindet sich USB-C, um das Ding mit Strom zu versorgen. Daneben haben wir einen HDMI-Port, um das Gerät am Fernseher anzuschließen. Und drei USB-Ports. Da können wir dann unter anderem das Gamepad anschließen oder zum Beispiel die Maus. So, das ist das Erste, was sich in der Box befindet. Wir schauen mal weiter, was dann noch so zum Vorschein kommt. Wir haben einen Quick Guide. Ja, wie immer, wie man die Kiste installiert und anschließt, brauchen wir natürlich nicht. Das sollte alles so machbar sein. Okay, dann schauen wir weiter in den Karton. Ah ja, okay. Zum Vorschein kommt als nächstes diese rote Packung. Ihr seht schon, da wird jetzt die Maus drin sein. Mal gucken, wo geht es auf. Hier unten. Da ist sie schon. Super cool. Man kennt sie noch. Die Amiga Tank Maus. In der verbesserten Variante. Wir haben jetzt hier Mikroschalter verbaut. Auch die Kugel ist weggefallen. Ja, aber ansonsten sehr formschön auf jeden Fall. Und klasse. Das Ganze, wie gesagt, mit einem USB-Kabelanschluss für unseren Amiga. So, dann geht es weiter. Wir haben ein HDMI-Kabel dabei, auch schön in Grau gehalten, alles in den Farben unseres Amigas. Achso, die Länge vom Kabel von der Maus ist 1,8 Meter. Genau dieselbe Länge wie hiervon. Jetzt habe ich schon halb ausgepackt. So, schaut mal. Hier drin befindet sich unser Gamepad und das Ladekabel. Auch hier eine Länge von 1,8 Metern. So, ich lege jetzt einfach mal das Pad hier hin. Erinnert natürlich an das Pad von dem Amiga CD. Hier oben haben wir zwei Schultertasten, L und R. Hier haben wir unser Steuerkreuz, eine Menütaste, ein Home-Button und dann noch X, Y, A und B als Action-Buttons. Ja, sehr schöne Qualität. Auch hier alles in Grau gehalten, passend zu unserem Amiga 500 oder A500. Amiga 500 durfte er ja nicht heißen. Da gibt es Streitigkeiten wegen der Namensrechten, habe ich gelesen. Ja,
Alles klar, dann würde ich sagen, wir werden unsere Kiste jetzt mal anschließen. Ich werde jetzt noch ein paar Fakten zu dem Gerät hier einblenden. Ja, und dann geht's los, würde ich sagen. Ne? Dann schließen wir mal an und schauen mal, was uns dann so erwartet. Aber wie gesagt, hier erstmal noch ein paar kleine Fakten zu der Kiste. Wem das nicht interessiert, der kann das natürlich gerne an dieser Stelle skippen. Sehr nice, da geht's los. Cool, so, wir sind im Menü. Ja, hier unten sehen wir die ganzen Spiele abgebildet. Es sind 25 Stück an der Zahl. Links oben in der Ecke, ja, steht nochmal so eine kleine Beschreibung zu dem Titel selber. Wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, Spielstände zu laden. Pro Spiel sind 4 Spielstände möglich, habe ich gelesen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal ins Menü rein. So, hier haben wir jetzt diverse Anzeigeoptionen, fixierte Größe, mittlerer Zoom, Bildschirm anpassen, CRT-Effekt einschalten, Bildglättung, aber ich lasse das jetzt einfach mal alles so, wie es ist. Nur mal, um zu zeigen, was hier noch möglich ist, die Mausempfindlichkeit können wir einstellen, Musiklautstärke, ja, Strom-LED, okay, die Sprache, kann man jetzt hier auch nochmal ändern, wenn man das möchte. So, dann haben wir hier jetzt nochmal die Fernseheinstellungen, wenn man hier nochmal etwas ändern möchte. Okay, das ist jetzt hier nur eine Information, rechtliche Hinweise, gut. Werkseinstellungen zurücksetzen lassen wir und wir haben die Möglichkeit herunterzufahren. Also ich wollte das jetzt nochmal zeigen, was man hier noch so machen kann. Gut, dann jetzt natürlich zu dem Wichtigsten, unsere Spiele. Also ich habe bis jetzt nur die 25 Spiele drauf, die auch vorinstalliert sind. Wie das mit dem Draufladen funktioniert, muss ich mir jetzt noch anschauen in Ruhe. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal hier durch die Spiele durch. Es sind 25 Stück. Einige an namhaften Titeln sind natürlich dabei. Stunt Car Racer, Speedball 2, Simon the Sorcerer. Die habe ich früher alle gehabt. Pinball Dreams natürlich auch. Da gibt es 3 Teile. Das ist der erste, soweit ich weiß. Lost Patrol Kickoff habe ich auch gehabt. Natürlich Chaos Engine von den Bitmap Brothers, eins der bekannteren Spiele auf jeden Fall. California Games kennt, glaube ich, auch jeder. Cadaver Battle Chess habe ich auch gehabt, sehr nice. Arcade Pool auch schön. Another World super, auch ein Klassiker. Alien Breed, so, jetzt sind wir schon einmal durch. Okay, dann würde ich sagen, wir probieren jetzt einfach mal was aus. Wo war es? Ich wollte jetzt mal das Chaos Engine Spiel probieren. So, A ist Spiel starten. Wir drücken jetzt mal die A-Taste. Dann schauen wir mal, wie lange das Spiel zum Laden braucht. Es geht los. Ja, ziemlich schnell geladen. Auf jeden Fall um einiges schneller wie die Diskettenversion von früher. Ne? Wer das noch kennt, sehr nice. Da geht's schon los. Also nicht wundern über den Sound, ich habe das jetzt hier nur an meinen Monitor angeschlossen, der hat nur einen internen Lautsprecher, deswegen hört sich der Sound jetzt ein bisschen, ja, blechern an, sage ich jetzt einfach mal. Ich werde das nachher noch an meinen großen Fernseher anschließen, das Gerät, und dann geht's richtig los mit der Zockerei hier. So, hier kann man sich seinen Charakter aussuchen, ich nehme jetzt einfach mal den hier und den zweiten Spieler, der in diesem Fall der CPU ist. Ich habe leider noch kein zweites Joypad, hätte ich mir eigentlich direkt mitbestellen sollen. Dann kann man hier auch schön zu zweit spielen mit dem Kumpel vom Fernseher oder der Freundin oder wem auch immer. Sehr nice, die Steuerung funktioniert prima. Ich habe jetzt momentan das Joypad angeschlossen und zocke damit. Funktioniert klasse, Steuerkreuz, da ist nichts schwammig oder so. Liegt auch gut in der Hand, auch wenn es ein bisschen seltsam aussieht, aber das funktioniert alles prima hier. Ja, und da kann man auf jeden Fall nur begeistert sein. Wer Amiga-Fan ist, der sollte sich die Kiste auf jeden Fall zulegen. Gleich gibt es ja noch mein Fazit zu dem Gerät. Also bis jetzt bin ich super begeistert, kann ich ganz ehrlich nur sagen. So, jetzt bin ich tot. Das ist der Zeitpunkt, ins Menü zurückzukehren. Ich drücke jetzt mal die Menü-Taste. Okay, dann erscheint hier so ein Eingabefeld. Das wollten wir nicht. Ich drücke die Home-Taste. Ja, und wir sind super schnell wieder zurück in unserem Hauptmenü. Ah, schaut mal. Jetzt könnte man hier auch die gespeicherten Spiele laden. Wir haben noch keins. Okay, dann probieren wir nochmal ein anderes Spiel aus. Wie wäre es denn mit Zool?
Ja, okay. Auch hier drücke ich wieder die A-Taste. Und wir schauen, auch hier blitzschnell geladen. Prima. Ja, so kann es weitergehen. Das gefällt auch. Sehr nice. Okay. Dann machen wir auch hier mal eine kleine Testrunde. Und dann gibt es gleich auch schon mein Fazit zu diesem wunderschönen Gerät. Ja, auch hier so ein Jump and Run, also wer das Spiel nicht kennen sollte. Ja, super Steuerung, hier ruckelt nichts. Gamepad tut auch seinen Dienst. Hier funktioniert alles, wie es soll. Prima. Ja, richtig klasse, definitiv. So, dann gibt es jetzt auch schon mein Fazit zu diesem wunderschönen Gerät. Ich bin natürlich mega begeistert von der Kiste. Super schöne Bauform, fast eine 1:1 Kopie von dem alten Amiga 500. Das Zubehör ist natürlich auch klasse, das Gamepad, was dabei liegt. Die Maus, alles super verarbeitet, hochwertige Qualität. Richtig gut. Das Einzige, was mir nicht gefällt, dass bei dem USB-Kabel kein Adapter dabei ist für die Steckdose. Aber egal, jeder von euch hat ja eigentlich ein Handy, würde ich sagen. Kann man daran anschließen oder halt an irgendeine andere beliebige USB-Stromquelle. Vielleicht auch sogar direkt vom Fernseher nehmen. Ganz einfach. Ja, ansonsten, wie gesagt, super Gerät, super Design. Alles in Grau gehalten, auch die Kabel und alles, was dabei ist. Das passt alles farblich super zusammen, eine mega gute Verarbeitung, da ist nichts irgendwie aus billigem Plastik oder so. Die Spieleauswahl ist auf jeden Fall auch klasse, 25 Titel. Gut, es hätten vielleicht ein bisschen mehr sein können, finde ich auf jeden Fall, weil beim C64er Mini, da waren es ja 64 Spiele, die dabei waren. Also wenn es jetzt so um die 50 oder so gewesen wäre, wäre natürlich noch besser. Aber wir haben ja hier die Möglichkeit, über diesen WHD-Load eigene Spiele noch aufzuspielen, und wenn das auch richtig funktioniert, so wie ich das gelesen habe, dann ist das natürlich auch eine Funktion, die Kiste noch umfangreich zu erweitern. Ja, also von mir bekommt die Kiste ganz klar 3 Daumen nach oben, eine ganz klare Kaufempfehlung. Ich hoffe, ich kann jedem damit helfen, der sich überlegt, diese Kiste zu kaufen. Wer vielleicht noch keinen Amiga hat und hier mal reinschauen möchte, für den ist das auf jeden Fall genau das richtige Gerät. Wie gesagt, ich bin mega begeistert und kann da nur eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen. Würde ich mir sofort nochmal kaufen. Holt euch die Kiste mal und dann schreibt ihr mir dazu was in die Kommentare, wie eure Meinung zu diesem Gerät aussieht. Seid ihr genauso begeistert von der Kiste wie ich oder gefällt sie euch eher überhaupt nicht? Wie immer gilt natürlich, ich lese alle Kommentare und freue mich so über jegliches Feedback zu meinem kleinen Testvideo hier. Wem das Ganze gefallen hat, der kann mir natürlich gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Ich freue mich immer über neue Abonnenten, die ich auf meinem kleinen Kanal begrüßen darf. Ich mache auch jeden Tag neue Lebensmitteltestvideos. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr auch gerne morgen wieder bei mir vorbeischauen. Das sind tägliche Videos, wie gesagt. Alle anderen Sachen wie die Konsolen und die Gadget-Videos, die kommen dann nach und nach, wenn ich mir wieder neue Geräte gekauft habe und die hier mit euch zusammen auspacke und natürlich ausprobiere. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, sagt euer Atzenberger.